meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im dritten Türchen meines Highlights ab heute mit zwei Geschichten, die ich in diesem Jahr von Stephen King gelesen habe und denen ich nicht so direkt jeden ein Video geben wollte, weil sonst hätte das irgendwie den Rahmen der Türchen gesprengt. Aber ich dachte, ich kann euch ja beide hier jetzt durchaus einfach in einem Video vorstellen. Es ist zum einen die Novellensammlung Zwischen Nacht und Dunkel und zum anderen ja ein ganz regulärer Roman von ihm, und zwar Das Bild. Und ich denke, wir starten mit Zwischen Nacht und Dunkel. Und ja, ihr seht tatsächlich richtig, nicht das neueste Buch von Stephen King ist hier gelandet mit den Kurzgeschichten Blutige Nachrichten, sondern tatsächlich eher ältere Bücher sind in diesem Jahr meine Highlights von ihm. Wir starten mit der Novellensammlung, in der ich glaube vier Geschichten enthalten waren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nein, es waren sogar, doch, es waren vier und ein grandioses Nachwort. Ich glaube, selten so ein großartiges Nachwort gelesen wie in dieser Geschichte. Es geht in all diesen Geschichten tatsächlich um den täglichen Horror. Und King sagt es im Nachwort auch ganz schön, dass es ihm darum ging, eben normale Menschen in besonderen Situationen zu zeigen, weil besondere Menschen in normalen Situationen kennt man eben auch aus anderen Büchern. Und er als Leser und eben auch Autor mag es, dass man ganz normale Menschen hat, die irgendetwas widerfährt und man sich manchmal vielleicht sogar moralisch fragt, ob das korrekt war. Alle vier Geschichten sind sehr düster, sind sehr grauenvoll, sind zum Teil nicht im horrormäßigen grauenvoll, sondern im alltäglichen grauen. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die über 40 Jahre verheiratet ist und eines Tages oder über 20 Jahre verheiratet ist und dann auf einmal in der Garage etwas von ihrem Mann erfährt, was sie lieber nicht gewusst hätte. Wir haben eine Autorin, die auf Lesereise ist, die eine Abkürzung nimmt, weil ihr die im Grunde empfohlen wird, und sie hat dort eine Autopanne, lässt sich helfen und dann beginnt so ein bisschen ihr Horror, und am Ende fragt man sich, eigentlich hat sie mit allem, was sie dann getan hat, recht. Und man sich dann auch fragt, was hat es so ein bisschen mit der Selbstjustiz auf sich, wie findet man das, wie gerecht ist das, was macht die Welt mit einem, und ja, unglaubliche Geschichten, so wirklich Alltagshorrormomente sind hier festgehalten, die mich wirklich sehr, sehr gepackt und gefesselt haben. Es sind mit die besten für mich Novellen, die ich von ihm gelesen habe. Es ist, glaube ich, keine dabei, die unter 4 Sterne hatte, wenn ich mich irre, ich kann nochmal spicken, nein, richtig. Zwei haben 4 Sterne, zwei haben 5 Sterne und fand ich einfach nur großartig. Ich fand alle vier Novellen einfach nur der Wahnsinn. Ich fand die irre, was die mit einem gemacht haben, wie die uns auch begleitet haben. Ich habe das zusammen mit einer lieben Freundin gelesen und wie wir dann auch wirklich im Austausch versunken sind und einfach wirklich unsere hellste Freude damit hatten. Und ich muss echt nochmal betonen, wie toll ich hier das Nachwort von King fand. Ich glaube, ich habe es markiert, der genau das dann auch irgendwann sagt. Ich nehme sie jetzt bei der Hand, wir waren lang genug im Dunkeln, lassen sie uns wieder ins Tageslicht gehen. Und ich fand das so grandios, ich fand das der Hammer. Der Meister persönlich hier wirklich zu spüren in allen Geschichten. Es brauchte auch hier nicht unbedingt Clowns oder irgendwas in horrormäßiger Vorstellung. Es reicht manchmal einfach das Leben, um uns große Angst zu machen. Und das hat uns King hier gezeigt und bewiesen, fand ich wirklich großartig. Auch Das Bild haben wir in diesem Jahr gelesen und eine Geschichte, die mir ganz, ganz viel abverlangt hat, denn sie hat eine extreme Art des Zeigens von Brutalität. Es geht hier anfangs um häusliche Gewalt. Wir haben eine Protagonistin, die von ihrem Mann wirklich systematisch psychisch als auch physisch kaputt gemacht wird. Und eines Tages tritt sie aber aus dieser Haustür heraus und beginnt irgendwie ein neues Leben, und da sind wir dabei. Und dann trifft sie eben auf neue Menschen, auf Kollegen, auf neue Freunde, lässt sich dann eben auch helfen, und doch die Vergangenheit, ja, lässt sie natürlich nicht ruhen. So eine Art Mensch wie ihr Mann lässt sich das nicht gefallen, dass seine Frau ihm wegläuft, und der alltägliche Horror auch hier beginnt. Und das Buch war unfassbar düster, es war aber auch so lebensbejahend, es war so hoffnungsvoll, und man ist da förmlich mit ihr aufgeblüht. Also ich erinnere mich an diese Szene, als sie eben aus der Haustür tritt und wie draußen mit einem Mal bei ihr alles heller und schöner und besser wurde und man das wirklich in den Worten von King gelesen hat. Und auch, was es so ein bisschen an fantastischen Anteilen hat, ohne irgendwie zu viel zu verraten. Ich weiß nicht, ob hinten drauf steht, dass es hier etwas mit einem Bild, ja, okay, es geht hier schon um ein mythisches Selbstbildnis, okay. Von daher kann man da so ein bisschen darauf schließen. Und das fand ich einfach der Hammer. Also wie King uns das präsentiert, wie er so ausholt, wie er eine Lebensgeschichte erzählt, wie er Abschnitte aus dem Leben erzählt, wie er Dinge versucht zu erklären, die wir vielleicht gar nicht so richtig verstehen können. Und er das uns, ach ja, ich bin eigentlich irgendwie sprachlos, wenn ich darüber spreche.
Weil ich auch gerade noch, also ich merke direkt, wie ich angespannt werde, weil es da drin so viele Szenen gab, die wirklich ganz viel von mir abverlangt haben. Eben gerade dann, wenn es um diese häusliche Gewalt ging, um diese Brutalität, um diese Angst, verfolgt zu werden und man sich so vorstellt, das ist purer Horror. Also das ist wirklich etwas, wovor man im wahren Leben einfach nur Angst haben kann und auch Angst haben sollte. Und ja, zwei Bücher, eigentlich unterschiedlicher können sie nicht sein, allein weil es eben, das eine eben ein Roman ist und das andere Novellen ist. Aber hier hat King wirklich für mich in diesem Jahr gezeigt, dass er ein großer, großer Meister ist, dass er wirklich viel, viel, viel mehr kann, als nur vielleicht irgendwie es schreiben oder wobei das ja auch schon, ja, aber das ist ja so das bekannteste Werk oder Friedhof der Kuscheltiere. Er kann eben mehr und das hat er hier definitiv auch in der Charakterzeichnung wieder gezeigt, in dieses Leben zu präsentieren, was hier unterschiedlicher von den Menschen nicht sein kann. Das hat er in beiden Büchern wirklich großartig gemacht und ich habe mit großer Freude in diesem Jahr ja einige Kings gelesen und die beiden sind definitiv für mich herausgestochen und ja, fand ich wirklich großartig. Es freut mich auch, dass ich noch ein paar Kings auf dem Sub habe und da auch im nächsten Jahr definitiv was lesen kann. Und das war es jetzt nun auch schon, das dritte Türchen. Ich wünsche euch heute einen ganz wunderbaren 3. Dezember. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.